Versus Armed Taxi Lights on. Nur Gateway Speedway 2, Dana gelaufen. Zero, startup is approved, cleared to Gateway, via Sopra, one Lima departure, slide plan route, climb your sit, 4000 feet, squawk 2006. Shit. So, hallo zusammen. Da sind wir wieder im Flight Simulator 2020 und gleich in unserem CRJ 700 auf einem kleinen Flug heute von Frankfurt, auf dem ganz schön viel los ist. Also jedes Flugzeug, was ihr hier seht, wird gerade von Menschen gesteuert. Auf dem Weg nach Münster, Osnabrück und ja, live auf Wetzim, echtes Wetter, echte Uhrzeit. Und ich würde sagen, wir springen einfach mal ins Cockpit, machen den Flieger startklar und wir gucken dann mal auf die Route, wo es heute genau lang geht. Ich muss auch noch rausfinden, wo ich hier genau stehe. Das ist immer ein bisschen schwierig. Und ja, ihr könnt sehen, es ist viel los. Ich bin gespannt. So. Wir fangen an. Batterien. Und die APU geht an. Das war der falsche Hebel. Das hier können wir schon mal auf NAV stellen. Kurz. Die APU tatsächlich startet. Ne, 87, 88. Gleich haben wir die 100%. Jawohl. APU ist gestartet. Die Pumps gehen auf Auto bzw. an. Lichter. Wir können schon mal das NAV-Light anmachen. Logo-Light schadet nie. Mehr brauche ich auch gerade nicht. Und dann gehen wir schon zum FMS-Setup über. So, während hier das Alignment läuft, zeige ich euch kurz einmal die Route. Die habe ich nämlich selber auch noch nicht so richtig durchgeblickt. Wir sind, ich mache es mal hier ein bisschen größer, in Frankfurt. Da oben stehen wir irgendwo. Und ich hätte gern diese Taxi-Chart-Overview noch. Ich habe extra da geparkt, wo wir das letzte Mal auch abgestellt haben. Das heißt, wir müssten Parking Stance East. Wir sind, wenn ich mich nicht täusche, Victor 113. Genau, wir werden dann wahrscheinlich über, weiß nicht, November 1 oder November 3. Hier ist noch Traffic, Hotel Bravo, Tür, Sir Fox hat, melde Yankee, verlassen der Kontrollzone, Richtung Cindy. Danke dafür. Und dann über Lima hier wegtaxien bis 07 Center, vermutlich mal. Das ist das Wahrscheinlichste. Wollte ich entsprechend auch den Start so planen. So, die Warnings kann ich ausschalten. Wir wollten das FMS einstellen. Ach, es ist schon wieder lange her. Position Init, damit fangen wir an. Echo, Delta, Delta, Foxtrot bis Frankfurt. Und die Position stimmt in der Regel. Haben wir. Dann Flugplan. Und EDDF. Geht es heute nach EDDG wie Münster-Osnabrück? Alternate wäre Amsterdam, interessiert mich aber jetzt gerade nicht so. Flight Number UK wie 8188. Ja. Cute.
Wir fliegen die voraussichtlich Maroon 9 Delta Arrival, Departure. Ich gehe mal von 7 Center aus, tatsächlich. Maroon 9 Delta. Und kommen später an über keinen der Stars, tatsächlich. Sondern direkt über das HAM-VOR, so wie es aussieht. ILS Runway 7. Mindestens steht das so in meinem Flugplan. So, Flugplan. So, wir fliegen nach Maroon. Und dann passieren hier Dinge. Was? Der Flugplan sieht gerade etwas komisch aus. Moment. Da war ich hier nur schon so lange nicht mehr. Arrival. Ah, ILS Nummer 7. Transition. Ja, am Transition. Naja, zumindest ist da dann direkt nach Hamm. Und wir sind hier beim Ruhen. So sieht das schon besser aus. So, dann gucken wir mal kurz, was als nächstes auf der Liste steht. Nach Maroon kommt Yankee 152 bis Arpek. Und dann kommt Zulu 850. Zulu 50 bis. So. Und den Teil da unten kann ich eigentlich löschen. Wir kommen ja direkt bei Hamm an. Kann ich das hier delete? Delete? Geht mal aus dem Weg, ich will zum Clear-Button. Ja. Das hier kommt dann. Also wir fliegen bis Hamm und dann FI07. Noch den Database. Ja, direkt Hamm. Aber das ist ja. Brauche ich ja nicht. Ich bin dann schon bei Hamm. Dann haben wir Discontinuity bis. Ganz viel Discontinuities. Das gefällt mir irgendwie nicht. Also bis Hamm kommen wir auf jeden Fall schon mal. Wir gucken mal kurz hier auf die Charts. Also, wir starten Maroon 9 Delta, da ist Maroon. 9 Delta ist die Variante bis Metro und so weiter. Da gibt es aber für uns auch nichts weiter Wichtiges zu beachten, so wirklich. So, dann fliegen wir hier. Immer weiter bis Hamm und von Hamm direkt. Ja. Also nach Hamm machen wir einfach den. Den. Müssen wir uns selber drum kümmern, sagen wir es so. So, Approach. Dann steht hier irgendwas Sinnvolles für uns? Nee. Das endet eh bei Hamm, okay. Und dann ILS Nummer 7 wäre von Hamm. Ja, nach Chemod wäre nach Hamm dran. Aber das fliege ich dann halt manuell.
weiß ich ja, 257 Grad. Nee, halt, falsche Richtung. 312 Grad. Wollen wir dann sinken auf da diesen Wegpunkt. Und dann hier drin D312. Also K-Mode wäre das eigentliche Ziel sozusagen. Aber das kriege ich hin. Ich weiß nämlich gerade nicht, wie ich hier das FMS das davon überzeugen kann, das zu machen, was ich vorhab. Moment, ich kann mal eben probieren. Arrival ILS 07 mit Vectors. Was spuckt er mir dann aus? Bis Hamm, dann Vektoren FI 07, das müsste dann da drin sein. Boah, dann machen wir das so. Gut, Performance Init. Performance. Wir haben heute an Bord. Mal nachgucken. An Bord heute 59 Passagiere. Also nicht ganz voll. Wir haben insgesamt 700 Kilo Gepäck dabei. So in etwa. Treibstoff haben wir auch. Wir brauchen ganze 3150 Kilo. 3150. Das bitte einmal einstellen und kopieren. Das passt auch. Das können wir schon mal setzen lassen. Das sieht auch gut aus. Wir haben Flight Level 240 als Cruising Altitude heute. Also 24.000 Fuß. Ah, der Wind interessiert mich gerade nicht so. Das wird schon sich ausgehen. Dafür haben wir genug Sprit und so weiter an Bord. Von daher, auf den ersten Blick würde ich sagen, sieht das alles ganz gut aus. So. FMS ist Setup. Und gerade habe ich noch irgendwas vergessen. Hier wollte ich nachgucken, die Lecks. Vectors, denn. Ja, guck mal, das geht doch. Von am direkt. Das ist direkt K-Mode? Ah, nicht ganz. Aber zumindest ab da ist dann wieder K-Mode gefragt. So, und bei Hamm will ich gern auf 5. Na, ich hätte 3000 bei Hamm. Das ist okay. So. So sieht das doch gut aus. Bei der falschen Seite geguckt. Nicht Flightplan hätte ich gucken müssen, sondern Legs. Das war das One. Das war das, was ich gesucht habe. Gut, machen wir hier oben noch ein bisschen weiter. Die Passenger Signs on. No smoking on, emergency lights armed, ELT is armed, air conditioning is recycle, windshield heat und probes on, windshield heat low. So, IFR Clearance ist das nächste. Dann holen wir uns die mal. Für uns müsste zuständig sein jetzt gerade der Tower 119.9. Danach Approach 120. 8. Und danach wahrscheinlich langen Radar. Mal gucken. So, wir haben auch noch ein ATIS. This is Brussels 109er. We have information Charlie requesting IFR clearance to Brussels.
First Center Flight Plan. Break, break, Delta Foxtrot, Oscar Golf Golf, in 070 degrees 6, not 07 right, key to land. Key to land 07 right, Delta Golf Golf. Lufthansa 23, taxi via Mike and Mike 8, hold charge 2, Region 07 Center at Cat 2 Winning Point. So, warten wir kurz auf unsere Chance. Sorry, say again, for Lufthansa 23. Taxi right on Mike, taxi via Mike, Mike 8, hold charge 07 Center. Right on Mike and Mike 8, hold short 07 Center, Lufthansa 23. Thank you. Tschüss. Tower Lolo von Savannah, Joy Tango, LS 07 Ride. Right. Onto the Tango, Tower Lüchen, Number 2, Windcheck 070 Degree 6. Der arme Tower muss dann noch Freigaben machen und Landung handeln. Brussels 109, we have information. Charlie requesting IFA clean to Brussels. B9109er, Tower Goody, your startup is approved. Get to Brussels via Sopra von Lima Departure, Flight Plan Route. Climb via SIT 4000 feet and Squawk 1000. Brussels 109, Squawk 1000, altitude 4000 and Squawk, what was Squawk, please? Squawk for you was 1000. Squawk 1000, Brussels 109. Lufthansa 1, Schulitz Tango, Wind 070 degrees 6, North Runway 073, clear to land. 073, clear to land, Lufthansa 1, Schulitz Tango. Wieder ein 109er, Readback was korrekt. Wir dran. Frankfurt Tower, hello, Skybase 8188 on stand, Victor 113, Information Charlie on board, Request Clearance IFR to Münster. Uniform Kilo Victor, 8188. Startup is approved. You clear to Münster, Maroon 5 Echo Departure. Flight Plan Route, Climb via SIT 5000, Squawk 1000. Could you please repeat? I got Squawk 1000 and Maroon 5 Echo Departure for Skybase 8188. That was correct, and your initial climb is 5000 via SIT. Initial climb 5000 via SIT, Skybase 8188. Delta Fox Foxtrot Oscar Golf Golf Taxi left via Romeo. Okay. And Sierra 21 to stand Sierra 508. Wir haben eine andere Departure bekommen. Taxi right via Romeo to stand 0508. Wahrscheinlich immer noch 07 Center und. Maroon. Echo ist diesmal gefragt. So, das sollte aber. Ja. Gut, gucken wir mal kurz nach. Maroon 9 Delta. Ich hab noch. Send your request to clearance. Echo, send again, please. Lufthansa Cargo 8267. Lufthansa Cargo 8267, Frankfurt Tower Goody, Startup is approved. You are cleared to Copenhagen via Maroon 9 Delta Departure. Flight Plan Rouge, climb via SIT 5000, Squawk 2071. Maroon 5 Echo. Copenhagen, Maroon 9 Delta Departure, climb to find out Squawk 2071, Lufthansa Cargo 8267. Ach, 9 Delta und 5 Echo sind hier zusammen. Okay. Also ich hatte die rechte Route geplant, wir nehmen jetzt die linke. Das ist auch kein Problem. Und Initial Climb 5000. Lufthansa 1830, Tower A, Number 2, Windcheck, Variable 3 Knots. Und unser Squawk. Number 2, Lufthansa 1830. 1000. Tower Goody, Lufthansa 340, requesting IFR clearance to Helsinki, and if possible from runway 07 Central and Maroon 9 Delta. Thank you, Lufthansa 340. So, das haben wir auch. Lufthansa 340, correction, 340,
ISS aligned. The startup is approved. Your keys to Helsinki via Maroon 9 Delta departure. Flap 10 Rouge, climb via 65,000 Squawk 2064. Captain, the cabin is secure. All passengers are aboard. Thank you. Clear to Helsinki. Maroon 9 Delta departure. Flap 07 Center. Two pumps. Initial climb requires 65,000 feet. Squawk 2064. Lufthansa 340. Flaps 8 und Engines Start ist das nächste. Okay, Jürgen von Mengo, schönen guten Tag. Ja, Number 3, Windcheck, wäre er betrieben? Number 3, Jürgen von Mengo. Lufthansa 075 on Lima, ready for departure on 18. Lufthansa 1075 Tower Good Day, wäre er betrieben? Rhein 118, clear for takeoff. Rhein 118, clear for takeoff, Swiss 1075. 7.2, stimmt das bei dem Trim? Hatte ich es eingestellt? Ja. Skyways 8188, Request Push and Start. Confirm your call sign is Skylink? Skyways 8188. Ah, thank you. Skyways 8188. Pushback is approved, facing west. Pushback approved, facing west. Skyways 8188. Habe ich ein bisschen genuschelt. Es tut mir leid. Pushback. Gucken hinter mir. Ascension Rules, call for pushback. Ist keiner. TwiJ 305. Roger, number one. Lufthansa 1H30, wenn wäre Betrinots. Runway 073, clear to land. Runway 073, clear to land, Lufthansa 1H30. So, wir pushen. Juliet Tango, taxi via Mike, Rider Mike. Engines. Mike 8, hold short, 07 Center. Start. Hi Mike 8, hold short, 07 Center. Lufthansa 1, Juliet Tango. Lufthansa 23, cross runway 07 Center, then taxi via Lima, and November 8, to send Alpha 66. West ist rechts von mir, das passt, jawohl. Cross 07 Center, taxi Lima, November 8 to gate Alpha 66, Lufthansa 23. This one 075, passing 2300 feet. Swiss 1075, connect Langen, bomb 2-0, das sind wir 8, bye-bye. Zweites Triebwerk kann auch an. 8 for Swiss 1075, vielen Dank fürs Losen, schönen Abend, tschüss. Ebenso, tschüss. Speed 29 is a request, IFR clearance, Gatwick International. Parking Break. Commission, Bravo on board. X können an. Standby, I call you back. Last station, who called for pushback was 2-3-0-5, confirm. Affirmative, sir. Perfect, pushback approved, facing west. Facing west, 2J305. Thrust reversers. Armed. Taxi lights. On. Speedman 2-0, startup is approved. Cleared to Gatwick via Sopra Bon Lima Departure. Snap 10 route, climb via SIT. 4000 feet, squawk 2006. Shit. Warum? Die Triebwerke laufen doch. Die Triebwerke laufen nicht. Ui. So bravo an Lima, ran wir gar nicht. Okay, wenn ich jetzt hier nicht gleich wegkomme. Speedbird 2-9 is a one Lima departure. Initial climb 4000, squawk 2006. Speedbird 2-9 is a repair, korrekt. Was wollen Sie in einem Question Pushback? Ach, so viel dazu. So, da sind wir also wieder aufwärts im verbundenen Triebwerke laufen. Wir können also loslegen. Das ist unser Cargo 8267. Taxi via, now via Sierra, Yankee und Lima 20, holding point 07 Center. Sierra Yankee, Lima for Lima 20 for 07 Center for the Cargo 8267. Frankfurt Tower, hello, Skybase 8188 again, fixed my issues, back at Victor 113, request clearance IFR to Münster. Skybase 8188 Tower, hello again, stand by, I call you. Frankfurt Tower, Lufthansa 9090, we're a little lost. On which taxiway are we? Lufthansa
unser 909, you're currently on Mike 15. You now just taxi straight ahead and then right on Mike, Mike 8, hold your 07 center. Taxiway, wo bin ich? Was? Alright, thank you. We had a little problem. For the I-67, runway vacated, where Mike 16. Yeah, I'm sorry, 167, welcome to Frankfurt. For the moment, just hold position, give way to Lufthansa Airbus A320neo, crossing on Mike, then taxi via Mike and Tango, hold short, Tango 4. Give the way for the A320 and continue Mike, Tango, hold short, Tango 4, Cerdia 160. Tower Speedbird 603, approach ILS 07 right. Speedbird 603, Tower Bay, wind bearer between us 07 right, clear to land. Copy, clear to land, 07 right. Speedbird 603. Speedbird 290, ready for taxi. Speedbird 290, taxi via November, November 4, Lima, holding point 18. Taxi away, November, November 4, Lima, holding point 18. Wir warten immer noch auf unsere IFA-Freigabe. Also 20 Mike, cross runway 07 Center, dann taxi via November 3, and November, and November 7 to Stand Alpha 26. Cross runway 07 Center on November 3, taxi via November, November 7 to Gate Alpha 26, Lufthansa 20 Mike. Skybase 8188, come up ready to copy now. Ready to copy, Skybase 8188. Skybase 8188, you're clear to Münster, again Maroon 5 Echo departure, flap turn rutsch, climb via SIT 5000 and Squawk 1000. Cleared Münster via Maroon 5 Echo departure, Squawk 1000, climb initial 5000, then via SIT. Skybase 8188. Skybase 8188, read back, correct. So. And Skyways 8188, request push and start. Skyways 8188, pushback approved facing west. Pushback approved facing west, Skyways 8188. So, auf geht's. Auf ein neues. Chicago 8267, line up 911, correction, line up 07 Center. Valley mit 20 line up. 07 Center, Lufthansa Skyway 267. Da ist hier auch einiges wieder. Oh, der ist gerade weg. Da ist gerade einer gelandet. Ein Lufthansa, irgendwas da hinten. Das ist ein British Airways. Mal gucken, klappt das von der Kurve? Sieht gut aus. Und stopp. Stopp, stopp. Traffic Tower, Lufthansa 909er, holding short of 25 Center. 909er, cross runway 07 Center, dann taxi via November 3 and November. November 5, to stand Bravo 25. So, jetzt wird's interessant. Cross 07 Center, then taxi via November 3, November 5 to stand Bravo 25. Skyways 8188, ready to taxi. Skyways 8188, Sapphire, could you? Okay. Tower Speedbird 603, do I have time to exit on Mike 9 off the runway 07 right? Just taxi left, just the gate to the left, please.
Wilco, exiting runway now. Perfect. Then you can continue via Mike and Tango, hold short Tango 4. Continue via Mike, Tango. What was the last there, Speedbird 603? The last one was hold short Tango 4. Copy, hold short Tango 4, Speedbird 603. So the 167, continue taxi via Tango and November to stand Echo 5. Respekt an den Controller hier, den Tower Controller, der hat gerade echt alle Hände voll zu tun. Ja, Roger, dann just take via, ja, via Tango and then November to stand Delta 4, no problem. Skyways 8188, taxi via November, November 3, Lima, and Lima 17, holding point 07 center. Taxi via November, November 3, Lima, Lima 17, holding point runway 07 center, Skyways 8188. Das ist unser Cargo 8267, Wind Vera Veltrinox, Runway 07 Center, clear for takeoff. So. Bitte auf 07 Center, Lufthansa Cargo 8267. Mist. Wo habe ich denn hier meine Stand West? Genau, also wir sind. Ist das Richtige? Moment, East sind wir. Wir stehen da gerade, so wir fliegen jetzt November, November 3, Lima. Das können wir schon mal machen. So, November ist hier die Mitte. November 3 ist von uns aus die zweite links und dann rechts auf Lima. Lüften Sie Nana 09, confirm you find a way? We had missed the taxiway, but we're back on the correct one now. Lufthansa 909. Perfect. Then just taxi via November and yeah, November 5. Then Bravo 25. Oh, da ist einer mit meinem Livery unterwegs. Ups. Das war Gargo H267, Contact Langen, 1208. Bye bye. Ich glaube, das ist eigentlich eine Austrian. Da ist ein Crispy Chicken unterwegs. Ah, das Model Matching funktioniert noch nicht perfekt, aber immerhin. Sieht es nicht mehr ganz so langweilig aus wie früher. Da hinten steht eine Condor. Wie gesagt, in Frankfurt ist echt viel los. Deswegen geht meine Performance hier auch so in die Knie. So viele Flieger hier rumstehen. Frankfurt Tower, Lufthansa 909, we have an aircraft ahead of us. There shouldn't be an aircraft at the moment. November is clear in front of you. Ich bin auf November. Standby, checking my settings. Nee, so weiß ich nicht. Mir soll es jetzt nicht gelegen haben. So, jetzt gleich rechts auf Lima. Speed Platoon Manager, could you confirm my taxiway? I'm currently on Lima, right? Speed Platoon Manager, RoFM, you're currently on Lima, just taxi side ahead 418. So, Schanze, du bist hier mal on the block, thanks for the service, ja, bye-bye. So, ja, hier ist Lima, da ist der Center Runway. Frankfurt Tower, Lufthansa 909, have fixed the problem. Perfekt. So, und jetzt Lima 17 ist wahrscheinlich da ganz hinten irgendwo, wo alle anderen auch sind. Können wir mal ein bisschen Gas geben. Hat nur mit 12 Knoten unterwegs hier am Boden. Lima 17 ist irgendwo hier, vorletzte. Also nicht die volle Runway-Länge, so wie es aussieht. Ja, und zwar der linke Haltepunkt beim vorletzten.
Speedbird 603, just taxi via Tango and Lima to Victor 112. Taxi via Tango Lima to stand Victor 112, Speedbird 603. Dann startet ein Kollege. Guten Flug. Was ist das für einer? Sieht aus wie eine Condor. Ja. Speedbird 209, bin bei Rebel Trinos 18 clear for takeoff. Correction 290, I don't know why I always say to you 209, okay. Speedbird 290, Wind wäre betreten uns, runway 18, clear for takeoff. Speedbird 290, clear for takeoff, runway 18, no problem, have a good one. Wunderschönen guten Abend, das ist ein Mike, 073. Mal kurz noch auf meine Departure schauen, irgendwas zu beachten. Nö, nur rechtzeitig drehen, über 2000 Fuß sein. Turn at Frankfurt. Frankfurt Tower, Lufthansa 909, Gate Bravo 25 is occupied. Then just take an extend, Bravo 24 or something, or to the left, Alpha 19 or Alpha 17, just as you want. Alright, we'll be going to Bravo 24 then. No problem. Und da hinten steht auch einer. Guten Abend, das ist schön, One Echo Mike, 07 Right. Aus dem One Echo Mike Tower, schönen guten Abend. Wind 090 degrees, 4 knots, 07 Right, Keto Land. Also alle Bemalungen habe ich noch nicht von allen Fliegern, zumindest funktioniert das Model Matching noch nicht bei allen. Das ist schon mal, wie gesagt, besser als gar nichts. Please confirm takeoff clearance, we are on runway 18. Yes, I'm clear for takeoff already. Clear for takeoff runway 18, equal to manager. Na, wir müssen jetzt einmal hier die, was sind das, 3 Kilometer oder so der gesamten Landebahn abfahren. Steht das hier irgendwo? Was sehe ich es nicht? Doch da, 4000 Meter. Frankfurt, riesiger Flughafen. Ich war hier schon. Tatsächlich in echt, nämlich die Strecke, die wir gerade fliegen, also heute fliegen, von Frankfurt nach Münster, durfte ich auch mal im Rahmen einer Geschäftsreise fliegen. Auch in einem CRJ tatsächlich, und das war tatsächlich ein hübscher kleiner Ausflug, so 45 Minuten Flugzeit. Und ja, kleiner Rundflug sozusagen, hat Spaß gemacht. Und ich war hier auch schon direkt neben dem. Guten Tag noch. 909, thank you for flying. Bye bye. Neben dem Gebäude oder neben dem Flughafen ist hier noch so ein Kongresszentrum. Also da gibt es große Hotels und große Veranstaltungsräume. Konferenzsäle. Über 290, connect Langen, 120, das ist 8, bye bye. Hier ist 17. Und ich muss hier einmal abbiegen. 120, disimulate, speed by 290. Goodbye. Und dann machen wir uns gleich mal ready for takeoff. So, for takeoff, die Instrumente sehen alle gut aus. Lights und Strobes kann ich schon mal. Skyway 8188, Lineup 07 Center. Lineup 07 Center, Skyway 8188. Ah, da landet noch einer. Was muss man noch tun, before takeoff? Crossflow aus.
Da haben wir auf jeden Fall noch mehr als genug Start- und Landebahn verfügbar hier. Das ist ja Wahnsinn, wie groß die ist. So, wir drücken den Take-Off-Button. Und damit sind wir ready. Nach dem Start hier Navigation und Speed, damit wir auf 5000 Fuß steigen. Und dann bin ich froh, wenn wir endlich unterwegs sind. Schön, Wanneke Mike, vacated. Also Wanneke Mike, willkommen zu Frankfurt, Taxi via Mike 8 Hotel 07 Center. My Mike 8 Hotel 07 Center, schön, Wanneke Mike. Also Skyways 818, wind 090 degrees, 407 Center, clear for takeoff. Cleared for takeoff, runway 07 Center, Skyways 8188. So, wir haben 4 Knoten, ein bisschen von rechts von uns, aber das sollte uns nicht stören. Triebwerke laufen rund. Climb. Danke dafür. Hat der Co-Pilot wieder nicht richtig aufgepasst. 100 Knoten. Da kommt ein Auto, oh Gott. V1, V2, rotate. Positive Rate. Frankfurt, gut. Ja. Santa 9, 8, 5, 1, 2, 7, 3. Santa 8, 5, 1, Tower. Schönen guten Tag. Wind 0, 9, 0, 7, 3. Kittelend. Santa 9, 8, 5, 1, Kittelend. Lachs rein. Wir gehen auf Climb. Wir gehen auf NAV. Wir gehen auf Speed. Skyways 818, set Scorp Charlie, please. Sorry, Modes Charlie for Skyways 8188. Skyways 818, identified. Contact Langen 120.8. Contact Langen 120.8. Vielen Dank und schönen Tag noch. So, 250, Langen. Deutscher Knopf. 10,000 feet, left 100, cleared ILS 07 right, on door 35. Speed Petrina, we are coming again, and could you confirm the frequency 123.75? Two seven five. 50 and 4000 feet. Langradar, Skybase 8188, hello. Skybase 8188, Langradar, hello. Identified, CSRD Climb Flight Level 130. Climb Flight Level 130, Skybase 8188. Sorry, 168, descent Flight Level 70. Descent Flight Level 70, Saudi 168. Agent 13, turn right, heading 040, clear to this runway 07 right. Right, heading 040, clear to ILS 07 right, Agent 13. Lufthansa 6, Uniform Alpha, reduce speed 220 knots, continue present heading, descent 5000 feet. The present heading is heading 5000 and reducing 220 knots. Sind ein bisschen schnell. Conda 325, speed 170 knots and maintain up to 5 miles final. Jo, Taxi Lights können wir ausschalten. Dual Crossflow können wir wieder anschalten.
Thrust Reversers können wir disarmen. Meine Güte, was für ein chaotischer Start, alter Schwede. Uiuiuiui. Sorry dafür. Das war ein Lehrbuch, wie man ja chaotisch startet in Frankfurt. Ihr seht, wir sind ja jetzt gerade auf den Route hier könnt ihr ignorieren. Wir fliegen jetzt quasi auf dem Weg hier nach Arteb. Also geradeaus über Marun. Da sind wir auf dem Weg. Und ja, wie gesagt, ich fliege zu wenig mit dem Flieger. Und das war dann gerade ganz schön viel. Irgendwie viele Dinge, die mir jetzt wieder einfallen, die ich Sky achten muss. Correction 8188. Contact Angle Radar 123 Decimal 275. Bye-bye. 123 Decimal 275. Skyways 8188. Danke, bye-bye. Tschüss. Du. Machen wir mal eben. 123 Decimal 275. Das sind das 6 Unit vom Alpha Speed 200 Knots. Wir probieren mal was aus. Red Heading 340. Speed 200, Red Heading 340, Luft 6 Unit vom Alpha. Langradar, hallo Skyways 8188, Maroon 5 Echo Departure. Flight Level 125, Climbing 130. Fertig, Luftnummer 404, proceed direct Delta Foxtrot 432, contact Langradar 120.8, bye. And direct Delta Foxtrot 432 and 120.8, Lufthansa 404, danke dir, tschüss. Ciao. Skyways 8188, Langradar, hallo, identified, continue climb flight level 240. Climbing flight level 240, Skyways 8188. Lufthansa Cargo 8267, monitor Unicorn 122, decimal 8, bye. Unicorn for Lufthansa Cargo 8267, thanks for that, bye-bye. Mac 45 Charlie, monitor Unicorn 122, decimal 8, bye. Call Unicorn 122, decimal 5, Charlie, thanks for the 7, 240, bye. Haben wir. German Wings 2140, monitor Unicorn 122, decimal 8, bye. Schub auf Climb. Oh, wir sind über 10.000 Fuß, wir können unsere Lichter ausschalten, wir haben tolles Wetter, deswegen dürfen sich von mir aus die Passagiere auch abschneiden. So. Puh. Oh, wir haben sogar eine Approach online, sehe ich gerade. Haben wir auch einen ATIS? Jawohl. ILS 25. Oh, okay. Okay. Da müssen wir einmal umdisponieren. Lufthansa Condor 2367 Langradar, hallo, identified. Proceed direct Kerax, descend flight level 130. Cleared Kerax, 3 Delta arrival. Direct to Kerax, Kerax 3 Delta. Okay, wir kommen trotzdem bei Hamm an und fliegen dann halt ein bisschen anders. Delta Golf, Mike, Uniform Charlie, confirm ready to copy. Der Luftdruck ist anders, den habe ich jetzt auch. Delta Golf Mike Uniform Charlie, exit runway 03, QNH 1031, startup approved, cleared Egelsbach via Ulkig 1 Echo arrival, flight land route, climb by the SIT, flight level 70, squawk 2124. So, runway 25, das können wir hier schon mal einstellen. Cleared. ILS 25, wir haben. Static off Mike Uniform Charlie, read back correct. Text and all discretion approved to holding point runway 03, report ready for departure. Text approved, holding point on the 03, will go Delta Golf Mike Uniform Charlie. Aber voilà, falsches Format. Auch nicht. So. Haben wir auch drin.
Meine Güte. Schönes Wetter heute übrigens. Keine Wolke am Himmel, Sonnenschein. Wenn ich bei mir hier aus dem Fenster gucke, sieht es genauso aus. Und wir sind heute mit einem Fly UK Livery tatsächlich auch unterwegs, für die ich ja hier diese Flugreihe mache. Durch Deutschland. Und wir haben jetzt Frankfurt hinter uns gelassen. Und drehen jetzt hier gleich links Richtung an Siegen vorbei und Richtung ja, Dortmund, Bochum und so weiter. Wir werden also gleich, ich muss mal ein bisschen noch mich organisieren, damit es gleich entspannter wird. Wir werden gleich EDDG Approach brauchen. Die sind auf 129.30. Wir sind auch gleich auf Höhe, ich muss meine Geschwindigkeit im Auge halten. 129.30. Einen Tower habe ich nicht online. Ground auch nicht, aber wir haben Information Charlie. Ja, zwei Knoten Wind, also man hätte auch in die andere Richtung landen können. Aber, ja, was soll's. So, wir halten mal hier, geben mal ordentlich Gas. Wir halten mal unsere 320 Knoten. Wir haben 50 Knoten Gegenwind, deswegen sind wir auch etwas langsamer unterwegs. Also hier seht ihr es, 50 Knoten aus der Richtung. Das bremst uns ganz schön ab. Condor 2367, Contact Langrader 120.8 bei. Langer 120.8, Condor 2367, tschüss. So. Wenn wir dann nachher gelandet sind, zum Glück ist der Flughafen nicht so kompliziert. Runway 25 werden wir wahrscheinlich, wenn es gut geht, in der Mitte schon runter über Charlie, ansonsten hier hinten über, weiß nicht was das ist, Bravo. Und dann zurück Bravo und hier irgendwo parken. Mal gucken, dass wir unseren Parking-Stand dann finden, aber das sollte schon irgendwie klappen. Jo. Mehr wüsste ich jetzt auch nicht, was wir noch zu tun haben. Ja, schön, dass das Rot gefällt. Sorry, ich bin irgendwie gerade sehr ausgelastet mit allen möglichen anderen Sachen, dass ich nicht dazu komme, den Twitch-Chat so wirklich zu verfolgen. Skyways 8188, proceed direct Delta Golf 016. And descend flight level 100. Direct Delta Golf 016, descend flight level 100, Skyways 8188. Delta Golf 016. Skyways 8188, contact Langrader 129er Decimal 3. Contact Langrader 129er Decimal 3, Skyways 8188. So, da weiß ich gerade leider nicht, wo ich hin muss. Aber das machen wir jetzt erstmal. Also, 129er Decimal 3, wir sinken auf 100.
Lang Radar, hello, Skyways 8188, flight level 230 descending, flight level 100. Skyways 8188, Lang Radar, hello, Radar Contact, info is Charlie, expect ILS runway 25. Checking information, Charlie, expect ILS runway 25, Skyways 8188. Delta Golf 016, das suche ich jetzt mal noch eben schnell. War das auf der anderen Approach? Das sagt mir nämlich irgendwie gar nichts. Delta Golf 016. Nö. Ich fühle mich richtig schlecht, weil ich es zurückgelesen habe und gar nicht die Gelegenheit hatte oder nicht sicher war, ehrlich gesagt, wann ich das hätte korrigieren müssen. Delta Golf 016. Habe ich nicht. Ich habe Ademi. Dann kommt Hamm. Dann kommt Hamm 15, das ist der da. Dann kommt. Was ist das? Delta 032 Victor. Das müsste der da sein. Dann kommt Ibato. Der Luftdruck stimmt aber noch. Später haben wir. Delta Charlie Charlie, Delta 1700 Fuß. Delta Charlie Charlie, verstanden? Voila, sorry. Weil sich meine Kamera hier verwurstelt. Bin ich irgendwo gegengekommen? Ja, ich bin verwirrt. Sorry, lieber Controller, ich hätte sagen müssen, dass ich es nicht weiß, wo Delta Golf 016 ist. Delta Golf 016. Interessiert mich jetzt aber, wo das ist. Es könnte der hier gemeint gewesen sein. Ich glaube, der hat auch erwartet, dass ich da lande. Aber gut. Beim nächsten Mal dann. Wenn der Flug nicht so chaotisch ist. Mal wieder ein Chaosflug. Ich habe gefühlt, so jeder fünfte Flug ist ein Chaosflug. Dann läuft es mal ganz gut zwischendurch und dann gibt es einen Chaosflug, wo irgendwie nichts so läuft, wie es sollte. So, wir machen uns schon mal Gedanken über das richtige ILS. Das ist nämlich die Frequenz 110.1. Das haben wir drin. Und der Kurs ist dann 250. Das müssen wir uns merken. Das müssen wir nämlich nochmal checken. Der stimmt nämlich nicht immer. Skyways 8188, confirm your inbound Delta Golf 016. Negative. I'm flying the direct Hamm in about 1 minute. Skyways 8188, roger. Then proceed to Delta Golf 014. Proceed to Delta Golf 014, Skyways 8188. 014. Ich finde das nicht. Bin ich zu doof dafür?
Skyways 8188, I'm sorry, I can't find Delta Golf 014 in my navigation. Could you provide me a vector? Skyways 8188, affirm, turn right heading 005. Right heading 005, Skyways 8188. Ja, das ist ja der richtige Heading. Keine Ahnung. Ist merkwürdig. Was? Also warum habe ich das denn hier nicht auf meinen Charts? Oder verstehe ich das nur nicht? Das muss ich mal bei Gelegenheit klären. Hier ist kein Delta Golf irgendwas. Aber der muss ja den Punkt da meinen. Delta 7... Also den hier höchstwahrscheinlich. Naja. Delta Golf 005. Also das Delta Golf 005 ist ja der Kurs irgendwie. Ne? Also ich fliege jetzt 005, also wird das andere 016 gewesen sein. Merkwürdig. Einfach merkwürdig. Kurzer Einschub von Crispy aus der Zukunft. Mich hat das Thema mit den Wegpunkten einfach nicht in Ruhe gelassen. Und ja, der Fehler war tatsächlich, ich habe hier auf die Charts geguckt für den ILS-Approach, weil das war, was ich auch fliege, dachte ich. Und hier haben wir die ganzen Wegpunkte mal drin, aber mit einem anderen Namen. Denn es gibt hier noch die Chart für den RNAV-Approach, also mit dem GPS-Approach. GPS-Approach. Und hier haben wir auch Delta Golf 014, Delta Golf 015, Delta Golf 016. Die ganzen Wegpunkte, die mir ATC zwischendurch durchgegeben hat. Auf die Idee bin ich tatsächlich nicht gekommen. Die Lösung wäre also gewesen, den Approach umzustellen auf RNAV Approach und dann hätte ich die Wegpunkte auch gehabt. Alternativ wollte ich mal gucken, das muss ich aber nochmal mich mit beschäftigen, wie ich während des Fluges einfach zum Beispiel so ein Delta Golf 016 als nächsten Wegpunkt sinnvoll eintrage, wenn ich noch einen ILS-Approach im FMS habe. Kurzer Einschub dazu, weiter geht's, viel Spaß. Skyways 8188, Descent Flight Level 60. Descent Flight Level 60, Skyways 8188. Ein bisschen schnell, weil wir jetzt unter 10.000 Fuß sind. Versuchen noch ein bisschen abzubremsen auf 250 Knoten. So, dann können wir auch ein bisschen steiler sinken. Das ILS-Signal haben wir sogar schon. Das ist gut. Der Flughafen liegt irgendwo links, Kurs 250 scheint auch zu stimmen, was da eingestellt ist. Wir können die Landing Lights anmachen und die Anschnallzeichen. Ich habe auch schön das No Smoking angemacht anstatt die Anschnallzeichen. Ups. So. Ein bisschen schneller können wir noch fliegen.
Für die Landung können wir die Speedbugs schon mal setzen. 134 Knoten wollen wir dann haben. Wow. Was war das? Hat sich gerade das Mikro, das Flugsimulatorwetter heftig geändert. Alter Schwede. Was für ein Flug. Das ist immer das Gleiche. Da will ich einen Flug machen, ganz entspannt, und dann geht das immer total in... Ja. Wird das immer sofort irgendwie stressig hier. Okay, also wir fliegen gerade, so wie es aussieht, auf diesen Punkt hier direkt zu. Mindestens ist das der Punkt, den er mir... Ne, also wenn ich jetzt hier die Linie weiterdenke, werden wir da rauskommen, denke ich. Aber der Hattergolf 005 ergibt für mich hier irgendwie gerade... Weiß ich nicht. Hoppala. Nicht zu langsam werden. Skyways 818 Wait, turn left heading 355, descent 3000 feet, QNH 1034. Turn left heading 355, descent 3000 feet, and please repeat QNH, Skyways 8188. Skyways 818, QNH 1034. QNH 1034, Skyways 8188. So, left heading 355. Descent 3000. Okay, with 818, confirm heading 355. Confirm turning 355, Skyways 8188. Und descending. Ja, da habe ich ein bisschen zu weit gedreht vor Schreck. Hat er sich wahrscheinlich genauso erschrocken, der Kollege. Es tut mir auch leid, dass ich so scheiße fliege heute. So, 5 Meilen. Müssten wir jetzt hier eigentlich schon irgendwo sehen. Links von uns. Weiß ich nicht. Aber gut, wir sind auch viel zu schnell. So, Taxi Lights an, Thrust Reversers armed. ILS-Frequenz haben wir gecheckt. Nächste sind Flaps und Gear. Skyways 818, descent 2500 feet, turn left heading 340. Left heading 340, descent 2500 feet, Skyways 8188. 340. 2500 haben wir.
Turning 340. So, wir können schon mal die Flaps auf 1 stellen. Jetzt kommt gleich ein Left Heading und Cleared ILS Approach, hoffe ich. Skyways 8188, turn left heading 280, cleared ILS 25. Turn left heading 280, cleared ILS 25, Skyways 8188. Delta Charlie Charlie, Sie verlassen jetzt meinen Luftraum. Bremen ist leider nicht online. Verlassene Frequenz ist genehmigt. Schönen Flug noch. Ciao. Delta Charlie Charlie, verlassen der Frequenz genehmigt. Danke. Tschüss. Wir müssen noch ein bisschen rüber. Approach. Ja, das sieht gut aus. Ja, komm schon. Und Skyways 8188 established ILS runway 25. Skyways 8188 Roger, Wind 130 degrees pre knots, runway 25 clear to land. Runway 25 clear to land, Skyways 8188. Ai. So, wir machen mal langsamer. 7 Meilen haben wir noch. Alles ganz gemütlich. Was habe ich gesagt? 134 Knoten. Bisschen schneller. So 140 Knoten sollten wir fliegen. Dafür müssen wir bremsen. Hier. Flaps sind voll. Wir haben jetzt plötzlich auf 15 Knoten Seitenwind, anstatt deren ein oder zwei, die ich vorher gesagt hatte. Da kommt unsere Geschwindigkeit. Nicht zu langsam werden. Wir sind zu tief, aber das ist okay. Autopilot aus. Schön ist anders, aber ich glaube, das wird was. Reverse.
Schreib's rein. Da habe ich vergessen, dass der Rückwärtsschub hier eine andere Taste ist als in den anderen Fliegern. Nämlich. War kurz davor, nochmal durchzustarten. Ja. Gut. Ich muss den CRJ öfter fliegen. Mit dem Airbus bin ich ja jetzt ganz gut klargekommen das letzte Mal. Jetzt ist der CRJ wieder öfter dran. Skyways 8188, Taxi Position 9er via Bravo, Alpha 1 Delta. Tschüss. Taxi Position 9er via Bravo, Alpha, Delta. Vielen Dank für die Geduld und tschüss. Alles gut, war wunderbar. Ah, Ansichtssache. Das war nicht wunderbar, das war ganz furchtbar. Ach Gott, aber freundlicher Controller, vielen Dank. Gut, gucken wir mal. So, Bravo, Alpha, Delta. Delta ist da hinten, Alpha wird dann das Stückchen da sein. Bravo. Vermute, das ist Alpha, das ist Delta. Ne, da hinten ist Alpha, ja. Und Stand Niner ist der da. Gehen wir hin. So, After Landing Check. Flaps sind up, APU kann an. Die Thrust Reversers off, die Strobe und Landing Lights off. Und hier ist die erste Abbiegung, oder? Bin ich da schon vorbeigerollt? Nee. Hier ist die erste Abbiegung. Und die nächste ist dann Delta. Und der Niner ist, wenn wir also jetzt hier immer gerade ausrollen, kommen wir zum 8. Also links und dann die erste wieder rechts. So, da ist die 8. Die Richtung. Wir nehmen also die erste links. Und dann kommt hier das Geschlängel da zu 9. Feuerwehrauto soll mal aus dem Weg gehen. Ich glaube, ich schalte mal einfach die Bodenfahrzeuge aus. Das nervt eigentlich nur noch. Ja, parken wir halt so. Kommen wir dem auch nicht in die Quere. Parkbremse ist an. Die Taxi-Lights können aus. Das Logo und Navlight kann aus. Die Triebwerke können
aus. Uiuiuiui. Und die Passagiere dürfen sich abschneiden. Sobald die Triebwerke stehen, so ziemlich, können wir das Beacon Light ausmachen und die Türen öffnen, Chocks hinstellen. Alle anderen Lichter sind aus, der Transponder ist aus, die Packs sind aus. Hoppala. Ropes off. Windshield heat off. Und ja, damit stehen wir erstmal. Ja, wie gesagt, auch ich entschuldige, ich kann mich gar nicht oft genug entschuldigen. Es war ein absoluter Chaosflug im CRJ heute. Ich grusel mich ein bisschen davor. Der nächste Flug wäre eigentlich hier von Münster-Osnabrück nach London Gatwick, zum Ausgangspunkt unserer Tour, wo wir da vor, ich weiß nicht, wie viele Monaten gestartet sind. Aber ich sehe mich noch nicht im CRJ dahin fliegen. Ich glaube, ich mache vorher noch mal einen kleinen ein oder zwei Flüge mit dem, wo es ein bisschen ruhiger ist. Also vielleicht von Münster irgendwie rüber nach Dresden oder Leipzig und nochmal zurück oder sowas. Vielleicht mal in einer längeren Session, in einem Turnaround, also mit tatsächlich, wir landen in Leipzig, wir stellen einmal kurz ab, wir lassen Passagiere aus- und einsteigen, ich hole mir was zu trinken und dann fliegen wir wieder zurück. Ich glaube, das wäre ein ganz gutes Training. Und ja, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass das mal nicht so läuft, wie es laufen soll, aber ich mache auch einfach keine Streams oder Videos, wo ich mir einfach 100% sicher bin, dass es alles klappt. Und ich mag das halt auch nicht, wenn das so ein... Also mein Anspruch ist auch nicht, dass ich irgendwie was zeige, was absolut fehlerfrei und tipptopp toll ist, sondern ich nehme euch einfach mit bei dem, was ich so mache. Und ich hoffe, euch gefällt das. Wenn ja, dann lasst mir gerne ein Abo da oder einen Kommentar. Und wenn nicht, ja, tut mir leid. Ich hoffe, ihr habt trotzdem noch einen wundervollen restlichen guten Morgen, Mittag oder Abend oder wann auch immer ihr das hier gerade seht. Und ich würde sagen, macht's gut. Dankeschön, macht's gut und bis zum nächsten Mal.